interessant, weil das hat noch die Zeit von den 70er Jahren, spürt man da noch. Weil das Druckzeug noch an diesem Ort ist, wo damals wirklich diese Firma war, diese Druckerei war, da ist noch, ich sage immer, ein Staub noch da von den 70er Jahren, da ist da der knarrende Holzboden. Und das ist eigentlich noch, das alte Werkzeug ist da, das macht es eigentlich aus, den Flair, der da ist. Handwerk. Das andere ist Industrie, das ist Handwerk. Rein ist dazu da, dieses alte Handwerk und die alten, also das alte Handwerk des Druckens und des Setzens nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und wir haben selber große Freude, immer irgendwas Kreatives zu machen und lustige oder interessante Plakate, Postkarten, verschiedene Drucke zu machen. Und es macht uns halt auch viel Freude, wenn neue Leute kommen, die das ausprobieren wollen und die einfach ein Interesse an einer kreativen Tätigkeit haben und aber auch an dem Handwerk, weil es eben Hand in Hand geht. Wenn man wirklich was Schönes machen möchte, muss man sich halt auch ein bisschen auskennen und Liebe zum Detail an den Tag legen. Aber es kommen oft viele Leute und es ist immer lustig, wenn jemand mit ganz frischen Ideen kommt, dann beflügelt uns das natürlich auch, die wir hier sehen. Grundsätzlich, wir haben im Verein um die 150 Mitglieder. Das ist dann halt mal mehr, mal weniger. Das kommt so je nachdem. Manche Leute verlassen Graz und dann sind sie halt auch nicht mehr Mitglied. Manche bleiben für immer Mitglied, weil sie es unterstützen wollen. Wir haben dann ein Kernteam von ungefähr 20 Leuten, die immer wieder Workshops machen, immer wieder eben die offenen Werkstätten leiten, die verschiedene Produkte, also Auflagen drucken für unseren Shop. Und ja, und dann gibt es halt noch den Vorstand, der die ganze Sache eben leitet. So sind wir aufgebaut. Aber prinzipiell ist es für alle offen. Wir haben immer wieder offene Werkstätten, ungefähr dreimal im Monat. Und jeder, der Lust hat, kann das mal ausprobieren kommen. Meine Sucherei. Alles durcheinander. Ja, also dann habe ich eben mit meinen Eltern zusammen hier gearbeitet, bin sehr eifrig beim Setzkasten auch gestanden. Und meine Mutter ist leider sehr früh gestorben. Dann war ich mit meinem Vater 3 Jahre allein, dann ist mein Vater gestorben. Und dann war ich die Nachfolgerin. Das war 1971. Und dann war ich 27 Jahre allein hier, mit den Arbeitern natürlich allein, aber als Leiterin. Wir haben 8 Personen gehabt, das war ein Maschinensetzer, ein Handsetzer, 2 Drucker, sind 4 und 4 Damen in der Buchbinderei. Und 8 und ein, der 9. war ein Hilfsarbeiter, der zugestellt hat. Ich freue mich sehr, dass die Druckerei zumindest als Museum weitergeführt wird. Ich hätte sie natürlich sehr gerne als tätige Druckerei gehabt, aber das war absolut deswegen nicht möglich, weil durch das Internet und durch die neuen Errungenschaften sind wir nicht mehr mit der Zeit mitgekommen.